Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Drive Club. Ich spiele das Spiel, weil ich habe gehört, die Grafik ist geil, die Physik sind auch super. Aber das Gameplay ist jetzt nicht so vom Allerfeinsten. Aber das. Da muss ich mir jetzt selbst ein Bild machen. Ich habe das Spiel gerade eingelegt und dann stand da irgendwie Welcome to Drive Club. Alter. Alter, welchen Mercedes hier? Mercedes. Da. Krass, Alter, die Grafik ist ja Bombe. Junge. Alter. Okay, geil. Aber ich merke gerade, der bremst automatisch. Das will ich nicht. Ist nicht so schön. Ich spiele auf der PlayStation 4 Pro mit dem normalen Controller. Ohne Lenkrad also. Glaube ich, noch wichtig anzumerken. Und ich wette, wenn wir gleich das Spiel richtig anfangen, da ja, das muss wahrscheinlich so sein, dass wir ein langsames Auto haben. Würde ich jetzt auf jeden Fall denken. Weil da gab es schon eine Tour. Da habe ich mir ein Testvideo angesehen. Und da stand Drive Club Tour. Ist halt so ein kompaktes Dingen. Und ich habe den, wie heißt es hier, Season Pass geholt. Mit ein bisschen DLCs drin. Außer die Motorräder, die habe ich nicht. Und zwei andere DLCs, die habe ich auch nicht. Soweit ich weiß, die kamen dann noch dazu, die sind nicht da drin. Aber das sind ja nur zwei kleine DLCs, die braucht man jetzt nicht so dringend. Und bei Drive Club, da gibt es halt so Drive Clubs. Muhaha. Ja. Und ich will auch in einen. Und zufälligerweise habe ich mir schon einen guten ausgesucht. Immer diese Tasten. Training. Und das ist so eine Ideallinie. Aber die ist halt nur hier da, weil das so ein Duell ist. Ist also nicht immer dort. Und wie gesagt, ja nur, wenn man am besten fahren sollte, aber nicht, ob man schon so schnell ist oder so. Das wird ja nicht gesagt. Also das ist ja nicht so eine gute Hilfe. Alter, ey, bis wir diesen Mercedes haben, ey. Muss man wahrscheinlich 500 Stunden spielen. Alter, krass. Ich habe keinen Plan von Autos. Also ich kenne die Firmen und die Modelle, aber wenn mir jemand dann so ankommt mit ja hier 5000 Umdrehungen, ey, ich verstehe nur Bahnhof. Also bin ich quasi ein Noob. Der einfach so sagt, geil Auto, Auto. Ich will spielen. Und mehr kann ich halt nicht. Ein Beetle? Volkswagen Beetle GSR. Schickes Teil. Paar Designs. Werde ich sicherlich dran machen. Willkommen bei Drive Club. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gerade deine erste Tourveranstaltung abgeschlossen. Du kannst jetzt über das Hauptmenü alles erkunden, was Drive Club zu bieten hat. Ja, Hauptmenü. Schauen wir mal. Alter.
Viele Sachen. Aber was wollen wir machen? Ach, da sind diese Bikes. Hier sind diese schönen Clubs, von denen ich erzählt habe. Und einen Club kenne ich schon. Und gleich könnt ihr sehen, wie der heißt. Der passt irgendwie. Da. Da, Clubs von Freunden, Dog Power. Gehe ich erstmal rein. Hundepower, Junge. Ja. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Fünf Mitglieder. Hunde um 41. Besitzer. Dass mein Freund 72 ist. Nicht der Besitzer, das ist komisch. Aber genug gelabert. Ruhm. Der Fortschritt deiner Drive Club-Karriere wird in Ruhm gemessen. Du hältst mehr davon, indem du sauber fährst, Gegner überholst und so schnell fährst, wie du kannst. Ja. Dann wollen wir mal Ruhm sammeln. So viel wie möglich. Innerhalb kürzester Zeit. Weil wahrscheinlich schaltet man so die Autos auch frei. Tour-Schwierigkeitsgrad. Du kannst den Schwierigkeitsgrad sämtlicher Tour-Veranstaltungen ändern und Silbersterne leicht oder Goldsterne Standard spielen, um neue Veranstaltungen freizuschalten. Sag mal los, ey. Ach, mit einer Marsch, ey. Alter, ist das viel. Das sind die kleinen DLCs und dieses Finishline No Limits. Das sind halt diese beiden, von denen ich da gelabert habe. Ah. Ja, hier, da sieht man doch ein Audi A1, ein Renault Clio Sport Mini. Das sagt ja schon einiges. Einiges sagt's aus. So. Ein AMG. Ah, Deutschlandflagge. Natürlich. Natürlich. Dann, wenn du ein deutscher Club bist, mach ich erst eine Deutschlandflagge. Ist irgendwie un. Moment, der Hund, der heißt Dog Power, oder? Da würde doch ein Hund besser passen. Aber, okay, wahrscheinlich ist es nicht so möglich, einen Hund da zu machen. Mit den Sachen, die man da zur Verfügung hat. Soweit ich weiß, je höher der Club ist, desto mehr Dinger stellt man auch frei. Sollte man da ein bisschen Gas geben, im wahrsten Sinne des Wortes, und weiterspielen. Alter, krass, krasse Schwäge. Easy, Alter. Komm, Audi. Ist das ein A3 oder A5? Das ist ja schon ziemlich schnell, oder? So einer, oder? Ey, das ist so ein schneller Audi. Der ist so ein bisschen schnell, der A5. Falls es einer ist, ich kenne ihn nicht aus. Das ist ein BMW da. Das ist ein BMW. Ja, no problem, wir sind schneller. Aber das ist eigentlich schon ein Spiel für Profis, oder? Weil ohne Ideallinie ist jetzt nicht so amateurhaft. Hier schön von außen überholt. Position gewonnen. Wieso sage ich das immer auf sofort auf Englisch? Wenn er so etwas steht. Ich weiß es nicht. Ich sollte es lassen. Touraufgabe. Jetzt muss man hier so richtig smooth die Kurven nehmen. Ja, okay, too easy. Das war keine Herausforderung. Okay, beim ersten Rennen. Wow. Ach, ich wollte so schön knapp dran vorbeifahren. Aber diese Geräusche, wenn das Auto bremst und dann so einlenkt. Oder generell, wenn man noch Gas gibt, das ist schön. Solche Sounds hatte ich bis jetzt noch nie in einem Spiel. Also im Rennspiel. Nein, in so einem Spiel.
Und die Grafik ist geil. Man hat hier ganz, ganz viel Wert auf die Grafik gelegt. Und so lala auf den Gameplay-Aspekt. Also, es wäre doch voll geil, wenn man die Autos kaufen könnte und so. Und richtige Rennen fahren würde. Aber das ist ja wieder zum Mainstream, oder? Normale Pisten hier von Nürburgring zum Beispiel hier. Und alle anderen. Gibt's ja schon solche Spiele. Also wieso sollte man nochmal so ein Spiel herstellen? Gut, das ist ein Argument für neue Spiele so zu machen, aber ich mag das mit dem Geld ausgeben. Und wahrscheinlich wäre das Auto natürlich so ein Auto, was man erstmal kaufen kann. Vom Startgeld. Da kriegst du so 50.000 und hier, bitteschön, kauf dir den, hast noch ein bisschen Ocken frei, um den zu tunen und dann auf, ab. Alter, du, nein, nein, Mann! Wow, okay, dann nehme ich, nein, du kommst nicht. Mich hat Zweiter. Ich wollte Erster werden, Mensch, ey, komm. Audi RS5 Coupé, ja, Mann. Ich hab doch gesagt, der ist schnell. Deswegen ist er Erster. Und nicht durch meine blöden Fehler, die ich gemacht habe. Nee, nee. Darauf zu kommen, wäre ja verrückt. A1. Der sieht gut aus. Frage ich mich, ob man den noch so schön anpassen kann. Und der ist auf Platz 22.144, ey. Der ist ja verrückt. Verrückte. Verrückter Junge. Meisterschaft, oder? So eine Medaille. Wo ist der Audi? Audi Pauli. Da ist er. Ich glaube, die Werte, auf die muss man gar nicht gucken, oder? Benutzer definiert. Was ist das hier? Lackierung. Okay, habe ich nicht freigeschaltet. Ah, muss man stufenfrei spielen. Schauen wir mal. Was gibt's denn? Oh, das ist nice, auf jeden Fall. Oh, das ist ausdrucksstark. Dieses Pinke. Ach, das ist hier so kratzen. Ah, das ist... Also das Pinke hat mich gerade angefickt, aber auch dieses Orange und Rote ist auch nicht schlecht. Ich fahre mit einem pinken Audi A1. In Kanada. Macht mir das mal nach, ja. I'm famous. Zeitrennen, da. Ach, das waren die Geister dahinter mir. Sterne als Geister ist auch etwas. Kann man machen. Ach nee, das sind noch die Autos. Okay. Jetzt erkenne ich sie. Alter, wie nice, wie sich der fährt. Der fährt sich geil. Nice, nice, nice. Das macht Spaß. Aber ist der Audi immer so schnell? Ja gut, das ist eine Sportausstattung, ne? Aber so ein normaler Audi A1 kann doch niemals so schnell sein. Yes! Aber so gut aus der Kurve bin ich jetzt nicht gekommen. Das ist ein Duell gegen wem denn? Ja, habe ich das gewonnen? Ja, da war doch niemand. Gegen wen soll ich denn das gewinnen? Wenn da keiner war. Außer ich. Oh, hier müssen wir mal richtig stark bremsen. Und raus beschleunigt. Ey, die Grafik ist super. Ich werde die nächsten 5 Folgen über die Grafik reden. Schwärmen. Ah, schlecht genommen. Ja, ja, hier voll der Fehler. Aber ich würde es einfach viel besser finden, wenn da so ein Kommentator ist. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben ihr erstes Rennen gewonnen. Und dann kommt er und macht eine Einleitung und sagt, was es noch so gibt. Das wäre halt cool. Aber gibt's nicht. Aber die Grafik. Schaut euch die Grafik an. Ich
brauche keinen Kommentator bei der Grafik. Ey, es wäre doch cool, wenn es so ein Rennspiel gäbe, wo die ganze Welt befahrbar wäre. Weil soweit ich weiß, sind diese Maps hier auch real. Von Google Earth oder so einfach genommen. Dann haben die halt so in Real Life kopiert, vervollständigt, was weiß ich. Wenn man jetzt zum Beispiel ganz Deutschland oder so machen würde. Das wäre krass. Da wäre das Spiel wahrscheinlich so 10 Terabyte groß oder noch mehr. Wahrscheinlich noch mehr. 10 Terabyte ist untertrieben. 100 Terabyte. Kaufen Sie sich jetzt die neue 100 Terabyte SSD Festplatte, um dieses Spiel hier gut und schnell spielen zu können. Wahrscheinlich bräuchte man die auch noch. Also eine Mindestvoraussetzung. Ansonsten brauchst du irgendwie einen Tag zum Laden. Und mit der brauchst du nur eine Minute? Nee. Aber schaut euch die Grafik an. Okay, das Ziel war ja einfach. Also 3 Minuten und 5 Sekunden brauchte man, um 3 Sterne zu bekommen. Ich habe aber nur 3 Minuten gebraucht. No challenge for me. Okay, VW. Da habe ich den noch, ne? So ein VW habe ich bekommen. Ja, die Farbe könnte anders sein, ne? Ja, was? Nein! Oh, nein, Mann. Ich habe so einen großen Daumen, ne? Ich wollte die Farbe wechseln, hat der Gerät auf Bestätigen gedrückt. Gedrückt. Und dann hat der nochmal geändert, die Farbe. Aber okay, dann lasse ich. Dann fahre ich halt mit denen. Gelb-Schwarz gefällt mir jetzt nicht so. Ist dieser Beetle hier nicht so ein moderner VW-Käfer? Weil diese Konturen da vom Dach, vom Heck und von der Front vor allem Ding, das ist doch halt nur neu. Ich mag es immer hier von der dritten Personenkamera hier, Third Person Camera zu gucken. Weil dann habe ich das Auto halt im Blick. Und ich mag das nicht, wenn ich da so im Cockpit drin sitze, weil sehe ich das Lenkrad und das Navi, wo dann nur Drive Club draufsteht, ist jetzt nicht so schön. Gut geschafft. Da schaffen wir jetzt direkt hier die beste Zeit. Ah, es sieht nicht knapp aus. Ach nee, das ist hier. Okay, es sieht knapp aus. Meiner Meinung nach. Wahrscheinlich liege ich voll falsch. Wahrscheinlich schaffen wir das. Oder wahrscheinlich haben wir das gar nicht. Eins von beiden. Och, die Kurve war eigentlich gut. Könnte ich noch ein bisschen schneller nehmen, aber. Da. 10, 9, 8, 7. Ja, Mann. Ja. Easy. Okay. Und was jetzt? Wie machen wir noch ein Ende? Genau. Da. Nichts einfacher als das. Stufe 4. BMW. Oh, krass. Würde ich sagen, dass ich die erste Folge an dieser Stelle hier beende. Ich wünsche euch noch was. Bis zur nächsten Folge von Drive Club. Haut rein.